Samsung Galaxy A12 oder Galaxy A21s, das fragen sich viele von euch. Ich kläre in diesem Video die wichtigsten Unterschiede. Ich beschränke mich auf die Merkmale der Geräte und vergleiche die Unterschiede in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unten habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Smartphones verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Design. Im Bereich Design gewinnt das Galaxy A21s haarscharf mit 48 zu 47 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: 13 Gramm leichter, 0,5 mm schmaler, 0,4 mm kürzer und 0,9% geringeres Volumen. Bildschirm. Beim Punkt Bildschirm ist das Galaxy A12 mit 39 zu 29 Punkten eindeutig vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: besitzt ein IPS-Panel. Das Galaxy A21s hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: 2,3% höhere Pixeldichte. Leistung. In der Kategorie Leistung gewinnt das Galaxy A21s haarscharf mit 83 zu 82 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 4 Nanometer kleinere Halbleitergröße. Das Galaxy A12 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 2,5% schnellerer Prozessortakt und 512 GB mehr externer Speicher unterstützt. Kameras. Bei der Kategorie Kameras ist das Galaxy A12 mit 58 zu 48 Punkten eindeutig vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: hat kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen, unterstützt Videoaufnahmen in Zeitlupe, es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung, es hat einen manuellen Fokus, verfügt über eine Zeitrafferfunktion und hat einen vorderseitigen LED-Blitz. Das Galaxy A21s hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: 5,3% mehr Megapixel der Hauptkamera, 1,6-fach mehr Megapixel der Frontkamera, schnellerer Fotoautofokus durch Phasendetektion bei Fotos, unterstützt Serienbilder und eine Blitz-LED mehr. Audio. In der Kategorie Audio gewinnt das Galaxy A21s deutlich mit 62 zu 56 Punkten. Es glänzt hier mit folgendem Vorteil: ein Mikrofon mehr. Akku. Bei der Kategorie Akku kommen beide Smartphones auf 65 Punkte. Es gibt hier keine grundlegend abweichenden Spezifikationen. Eigenschaften. Bei der Kategorie Eigenschaften gewinnt das Galaxy A21s deutlich mit 76 zu 70 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: 7,1-fach schnellere Downloads, hat Wi-Fi 5 Verbindung, 26-fach schnellere Uploads, hat ein Gyroskop, hat einen Kompass und unterstützt Galileo. Das Galaxy A12 kann auch punkten und hat folgenden Vorteil: unterstützt 2 SIM-Karten. Ergebnis. Das Samsung Galaxy A12 liegt in der Gesamtwertung mit 56 deutlich vor dem Samsung Galaxy A21s mit 47 Punkten. In der Beschreibung unter dem Video findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Produkten. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Spezifikationen gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen hoch. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen unbedingt wissen, für welches Smartphone ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.